Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 von Gothic 2, der Weg des Schläfers. Wir befinden uns zurzeit bei Vasilis Kräutersammler-Trupp, Sumpfkrautsammler-Trupp, um genau zu sein. Die sammeln ja nicht nur Kräuter, also die sammeln ja keine Kräuter, die sammeln nur ein Kraut. Und zwar das gute Sumpfkraut. Wir haben in der letzten Folge einiges erfahren, haben quasi auch einige Nebenquests erledigt, wobei das hier mehr aussieht, als es wirklich war. Eine Truhe im Sumpf und Wein für Achilles sind beides mehr oder minder Auskopplungen für Wert der Ehrlichkeit. Und dementsprechend, das ging alles innerhalb von 2 Minuten. Das war ein bisschen unüblich, sage ich mal. Aber wir haben das Ganze erledigt und ich denke mal auch vollständig und korrekt. Und dementsprechend werden wir jetzt zum guten Korkrochot gehen und dem nicht nur eine formidable Sumpfkrauternte vorbeibringen, nein. Wobei, die müssen wir, glaube ich, sowieso erst zu Baal Kagan schaffen. Sondern auch sein Buch. Ja, das Buch, das von ihm gestohlen wurde. Also der Punkt ist, es könnte sein, dass wir eine Sache allerdings verpasst haben könnten. Und das. Da hier rein? Ja, das war aber ein anderer Baal, ne? Beziehungsweise hier ist niemand drin. Aber hier ist normalerweise ein Baal. Oder an die Cor Elvados Hütte war das. Auf jeden Fall, wir müssen jetzt mal gucken, zu wem wir da alles gehen müssen. Ne? Also Korkrochot könnte sogar vielleicht, wie gesagt, ein gutes Wort über uns verlieren, denn wir haben jetzt einiges dabei für ihn. Baal Volos wird jetzt wohl dann auf uns aufmerksam. Höchstwahrscheinlich, hoffentlich. Und Baal Kagan hängt ja mit der Sumpfkraut-Sammelquest zusammen. Ne? Insofern. So, da ist der Schreiner. Wo geht's? Da müsste es hier weitergehen zum guten Kor Kalom. Möchte gern. Äquivalent. So, mal gucken, ob wir da jetzt auch. Es hätte sein können, dass wir erst vielleicht zu dem hätten gehen müssen, damit er uns die Geschichte von Eringir und Achilleus erzählt. Aber vielleicht passt das Ganze auch so. Schaut mal, was ich hier für euch habe. Was beim großen Schläfer? Das ist ja mein Rezeptbuch. Wo hast du das her? Ich fand es in einer Truhe im Sumpf. Im Sumpf? Dachte ich mir doch, es wurde gestohlen. Wollt ihr denn gar nicht wissen, wer es gestohlen hat? Ich kann es mir schon so erschließen. Ringier oder Achilleus. Ich werde sie mir vornehmen, sobald dieser Trank hier fertig ist. Aber Ringier hat doch gar nichts gemacht. Wegen der Ernte. Ja, hast du alles? Ich habe alle Pflanzen, die ich beschaffen sollte. Ach, das wurde auch Zeit. Warum hat das so lange gedauert? Ah ja, die Fasern und Blätter sind in Ordnung. Ein bisschen angetrocknet vielleicht. Aber Moment mal. Was ist denn los? 100 Sumpfkrautpflanzen? Du bringst mir nur 100 Sumpfkrautpflanzen? Wir hatten die Sammler nicht. Unfähiges Pack. Ich brauche mehr als nur 100 lausige Stängel. Das ist doch nicht auszuhalten. Wie soll das denn das den Bedarf des Lagers und der unserer Handelspartner decken? Ja, warte mal, warte mal. Jetzt rennt er einfach los, okay. Und wieder zurück. Wäre das jetzt gestrecktes Zeug, oder was? Du bist ja immer noch hier. Los, verschwinde, ich hab zu tun. So, damit ist Sumpfkraut und anderes Grünzeug erledigt. Aber ich glaube, hätten wir nicht erst zu Baal Kagan gehen sollen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir nicht erst bei dem hätten vorbeischauen sollen. Hey! Okay. Ich habe das Sumpfkraut bei Korkrochot abgegeben. Gut gemacht. Wie viel Sumpfkraut haben die Sammler zusammengetragen? Insgesamt 100 Sumpfkrautpflanzen. Noch weniger als im letzten Monat, also. Wie auch immer, du hast gute Arbeit geleistet. Hier, nimm diese Spruchrollen als kleinen Lohn. Ich werde zudem dafür sorgen, dass Baal Pavés von deinem tüchtigen Einsatz erfährt. Zweimal freundlich stimmen. Wollen wir mal freundlich stimmen? Testweise.
auf Korkorot anwenden. Vielleicht bringt es ja was. Es wirkt jetzt so dämlich, aber vielleicht ist das ja das Rätsels Lösung. Also die niederen Bals haben wir, glaube ich, im Sack. Ich sollte schauen, ob Baal Parvez davon beeindruckt ist. Und jetzt können wir quasi bei dem vorbeischauen. Korkorot ist mehr oder weniger zufrieden. Noch mehr, Mal gucken, ob das jetzt gerade eine gute Idee ist, oder total bescheuert, was ich vorhab. Ansonsten gucken wir nochmal bei den höheren Baals vorbei. Der Volos hat von uns erfahren und der Baal Parvez, der hat auch mitbekommen, dass wir fähig sind. So, mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Wie läuft die Arbeit? Deine Idee mit dem Zauber war echt gut. Respekt. Was? Wie könnt ihr? Vergiss niemals, ich bin der oberste Guru. Okay, das war auch sehr, sehr naheliegend. Zumindest einige freundliche Worte entlocken können. Jedoch hat er mich sofort durchschaut. 100 EP gab es trotzdem. Was zu erzählen hat er nicht mehr. Aber die Quest ist erledigt. Das ist eine ganz kleine Nebenquest. Das ist quasi alles nur für die Immersion, dass man hier halt wirklich rumblödelt und sich umschaut. Übrigens, wir haben den Punkt erreicht. Wir haben mehr erledigte Quests im Logbuch als offene. So kann es weitergehen. Und apropos weitergehen, Baal Volos und Baal Parvez werden wir mal einen Besuch abstatten. Ansonsten mehr als 25 Stärke kriegen wir nicht. Wir kriegen in 700 EP das nächste Level ab. Wir könnten bei Hanis die ersten Einhandpunkte, glaube ich, investieren. Das würde uns, glaube ich, nicht schaden. Geht's hier nicht runter oder ist es hier vorne? Ja, hier sind die Leiter. Ich dachte, an der anderen Seite wären auch noch welche. So, Parvez, Volos, einer von beiden ist auf jeden Fall da hinten bei dem einen Predigerplatz. Und der jeweils andere ist vorne am Tempelplatz. So, wir haben ja einen neuen Tag erreicht. Das heißt, wir können bei Alec wieder abgeiern. Ich kann das nicht mehr hören. Und die grünen Novizen abstauben. Dann gehen wir erstmal zum Tempelplatz, gucken, wer da von den beiden ist. Und dann gehen wir zum jeweils anderen. Aber davor werden wir noch einen mächtigen Feind niederringen. Mit 5 Stärkepunkten mehr als beim letzten Mal. Ich will hier die Lurker loswerden. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich direkt gespeichert habe, nachdem ich eine Pflanze aufgesammelt habe. Alte Gewohnheit. Also wir müssen das quasi ausnutzen, das erste Kapitel, wenn man so will. Denn sobald hier normale Lurker rumstreifen, wird's eng. Ne? Boah, das war aber auch höchste Eisenbahn jetzt hier. Das hätten die, hat auch ins Auge gehen können. Die ganzen Heilpflanzen und so weiter, hier die Feuernesseln. Ich habe keine Ahnung, ob ich die jetzt nur das erste Mal richtig sehe oder ob die schon nachgespawnt sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die auch respawnen, aber das muss nicht sein. Wie gesagt, jetzt können wir uns ja auch das erste Mal hier wirklich offen auch umschauen. Hat ein bisschen gedauert, bis ich gecheckt habe, dass das junge Lurker sind. Und der Punkt ist, ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, die einfach wegzumetzeln. Denn gegebenenfalls wird es sich ja lohnen, die leben zu lassen. Ich quasi eine höhere Ausbeute. Aber ich denke, wenn wir so ein paar junge Lurker erledigen, was soll da schon passieren? Ist das noch ein Junge? Ja. Das Problem ist, wir müssen halt wirklich enorm in die Offensive. Aber manchmal regelt es auch der Crit. Und ich glaube tatsächlich, dass ich ein bisschen was an Lernpunkten nehmen werde, um da ein bisschen was zu erlernen. Vielleicht nicht für die Blutfliegen, aber wir haben ja auch noch beim Koch ein bisschen was zu lernen. Oder da bei irgendeinem, der da auch noch rumstreunert. Aber jetzt können wir hier erstmal, nach dem Sieg über die zwei jungen Lurker, hier erstmal auf jeden Fall die ganzen Kräuter abstauben. Ist ja auch schon mal was wert. So, und da sind die anderen Sammler. Und diesen kleinen Tümpel hier haben wir mal erledigt. Man muss ja auch mal Fortschritte hier machen. Denn wie gesagt, das ganze Erkunden
hatten wir bis jetzt noch gar nicht. Ne? Also wir müssen ja im Prinzip die ganze Kolonie aufs Neue entdecken. Denn mal davon abgesehen, dass wir es in dieser Mod noch nicht getan haben, wird auch einiges verändert sein, wie das Sumpflager und der Sumpf an sich ja schon vermuten lassen und auch schon aufweisen. Ja, da gibt es ja einiges zu entdecken wieder. Bin gespannt, was sie quasi aus dieser Map gemacht haben, in dieser Modifikation. So, das müssten wir hier, glaube ich, erstmal alles erledigt haben. Hatten jetzt auch eine gute, üppige Auslese an Heilkräutern und Feuernesseln und so Gedöns. Jetzt gucken wir mal nach den beiden höheren Gurus, was die denn von uns halten, bis jetzt. Ich muss ganz ehrlich sogar gestehen, ich hätte sogar mit mehr Nebenquests gerechnet, aber wir lassen uns mal überraschen, ne? Wir sind ja noch lange nicht durch. Ich hörte, du hast Korkorots Buch zurückgebracht, ist das richtig? Ja, das stimmt. Daran hast du gut getan, ich werde dich weiter beobachten. Meister, ich kann... Ja, was ist, so sprich. Ich bin vielleicht geneigt, in eurem Lager zu bleiben. Bisher gefällt es mir ganz gut. Das ist eine sehr löbliche Entscheidung und ich will dir gerne dabei helfen, diesen Entschluss zu festigen. Da du dich bereits würdig erwiesen hast, mit mir zu sprechen, erachte ich dich auch würdig, eine kleine Prüfung von mir zu bestehen. Aha, er hat noch was für uns zu tun. Das hätte er noch besser wissen müssen. Wie lange lebt ihr schon in der Bruderschaft? Seit Anbeginn, wo sie gegründet wurde. Ich kannte den Erleuchteten bereits zuvor aus dem alten Lager und folgte ihm hierher. Heißt das, dass ihr auch gleich zu Beginn einer der Gurus wart? Nein, das war nur Korkruchot. Ich war zum Anfang für die Aufsicht der Krautsammler zuständig. Eine Aufgabe, an die ich mich gern zurückerinnere. Es war schön, die Brüder in unsere Gemeinschaft einzuführen und sie Pflichtbewusstsein zu lehren. Aber der Erleuchtete sah mich in der Position als Baal besser aufgehoben, sodass ich der oberste Prediger der Bruderschaft wurde. Könnt ihr mir etwas Lehrreiches mit auf den Weg geben? Natürlich werde ich das, also merke dir eines. Es geht nicht immer darum, Erfolg zu haben. Das ist einfach. Man kann sich daran erfreuen und fühlt sich gut. Aber man wird nicht immer Erfolg haben und gewinnen. Keiner von uns. Man muss häufig auch Rückschläge einstecken und das ist viel wichtiger im Leben. Denn dann siehst du, wer du bist. Du siehst, wie verhältst du dich. Kannst du den Frust und die Unzufriedenheit ertragen, wenn etwas nicht so gut läuft? Das ist ganz wichtig im Leben. Mit Erfolgen umzugehen ist leicht, aber an Niederlagen zu wachsen ist die wahre Kunst. Braucht ihr ebenfalls Heiltränke und magische Elixiere und so ein Zeug? Dazu bin ich zweifelsohne in der Lage. Korkorot und Baljor, das beherrschen dies allerdings viel besser als ich. Meine alchemistischen Interessen bewegen sich eher auf einer genussvolleren Ebene. Okay, dann mal her mit eurer Prüfung. Wie soll die aussehen? Nun, ich werde dir einige Fragen stellen, die du mir beantworten musst. Das ist alles? Willst du etwas Schwierigeres? Nun gut, dann... Nee, alles gut, schon in Ordnung. Okay, dann, im schlimmsten Fall, wenn wir sie falsch beantworten, laden wir neu. Ja, das ist nicht so immersiv, aber so wird's nun mal gemacht. Nun gut, stellt eure Fragen. Nun gut, mal sehen, was du schon alles weißt. Wer ist der zweite Mann unserer Bruderschaft? Cor Elvado oder Cor Kruchot? Oje, ich glaube Cor Elvado. Cor Elvado. Welcher Tempel hat mehr Einfluss? Gor Kumar, Gor Kormak, Gor Luman oder Gor Nakosh? Ich würde sagen Gor Nakosh, das ist ja immer der zweite. Hinter Cor Elvado. Was stellt Korkorot in seinem Labor für gewöhnlich her? Er verarbeitet Sumpfkraut. Das war die letzte Frage. Und? Immerhin 2 von 3 Fragen richtig beantwortet. Versuch's nochmal. Kannst einfach wiederholen?
werde trotzdem neu laden. Ich will es direkt beim ersten Mal richtig haben. Dann ist Cor Elvado nur der höchste Templer und nicht die zweite Person. Ich dachte irgendwie, aber dann ist es wohl doch der Kruchrott. Oder ich habe was anderes falsch gemacht. Und irgendein Goa, irgendwas ist noch wichtiger als... der Goa Nakosh. Hohen Sumpfkraut. Und? Eine Antwort war richtig. Mehr aber auch nicht. Okay, echt? Ich meine, der verarbeitet doch Sumpfkraut, ne? Das ist es ja nicht, oder? Weil der ist doch der Sumpfkraut-Heini. Oh, dann ist das mit den Templern. Mein Gott, was weiß ich? Die heißen alle gleich. Aber dann war das mit Cor Elvado doch richtig. Wenigstens eine Sache habe ich mir merken können. Der war noch, nämlich noch vor Kruchot. Es kann sein, dass einer, also Goa Nakosh war zwar irgendwie der Tote, also der Adjutant vom Cor Elvado, aber ich glaube, der, oh, war das der Luman? Also der Kumar ist der, der am Tor steht, der ist unwichtig. Cormac oder Luman, ich glaube, einer von beiden ist da bei diesen Tempelwächtern. Ich glaube, die sind noch recht wichtig. Sagen wir mal Goa Luman. Und Sumpfkraut. Aha. Du hast meine kleine Prüfung gelöst, Anwärter. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen zu tragen. So, das war's mit Baal Volos. Das ging jetzt auch recht zügig. Die Prüfung. Okay, dann war das wirklich mit diesem Tempelwächter. Der scheint wohl wichtiger zu sein als der Adjutant vom ersten Templer. Das heißt, Volos abgehakt. Fehlt nur noch Parves. Und ich glaube, bei dem müssen wir nur vorbeischauen. Da wird er schon zufrieden sein. Und dann können wir im Prinzip schon Novize werden. Aber ich glaube, ich werde jetzt tatsächlich... Ist zwar vielleicht ein bisschen gewagt, aber wir haben ja auch bald ein Level-Up und nur 15 Lernpunkte. Dann donnern wir zwar all unser Geld raus, oder zumindest einen großen Teil davon. Aber ich werde, glaube ich, mal so früh es geht bei den Lehrern vorbeischauen. So, Drian, Blutfliegen, Keule und Stäbe sind mir egal, Amboss schießen auch nicht so wichtig. Sumpfkrautstängel, Baal, Urun. Und solange ich noch nicht dem Lager angehöre, Ringier. Und Almir der Koch. Also Almir der Koch und der Drian, bei denen können wir jetzt noch ein bisschen Lernpunkte verheizen und danach gehen wir zu Baal Parves. Ich bin ganz deiner Meinung. Wenn ich jetzt überhaupt hier mich wieder zurechtfinde, das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Das war ja hier der, ja, das genau. Das heißt, hier geht's zu den Stampfern. Das sind doch alles nur Gerüchte. Beziehungsweise da außen rum ginge es eigentlich zu den Stampfern. Und neben den Stampfern ist ja auch direkt die, die kleine Kochhütte. Weil ich glaube tatsächlich, das ist schon wertvoll, wenn wir das so früh wie möglich alles können. Also beim Ding bin ich mir jetzt gar nicht sicher beim Koch. Da muss ich erstmal schauen, was der uns überhaupt alles lehren kann. Aber das Blutfliegen ist schon praktisch, wenn wir das recht früh machen. So, Zaimo, was kann ich mal beibringen? Blutfliegenfleisch. Aha. Fett und Herzen. Das scheint ein bisschen was Generelles zu sein. Machen wir erstmal Blutfliegenfleisch. Man kann das Fleisch von Blutfliegen essen? Wie komme ich daran? Ach, das bin ich, okay. Ganz einfach. Du schneidest dem Vieh den Rücken auf. Dort befindet sich das Muskelgewebe der Flügel. Schmeckt sehr gut. Aber du solltest es nicht braten, vertrau mir. So, dann noch Fett. Das scheint auch Standard zu sein. Ich will wissen, wie man an Fett kommt. Fett. Ich nutze selbst oft das von Mallrats oder Sumpfratten. Ist gar nicht schwer, daran zu kommen. Schneide einfach den Bauch auf. Dort wirst du das weiße Fettgewebe finden. Das Zeug ist vielleicht nicht besonders wertvoll, aber zum Braten ganz gut. Außerdem kann man Metall damit pflegen. Okay, weiter. Ich meine, Sumpfhaifleisch, das können wir noch ein bisschen nach hinten einordnen. Soweit wird es noch nicht kommen, aber die Herzen. Bring mir bei, Herzen zu entnehmen. Ein Herz kannst du mit einem kräftigen Schnitt in die Brust entfernen. Du musst nur richtig ansetzen, sonst säbst du das Ding in kleine Stücke. Herzen sind oft sehr reichhaltig, lohnt sich aber nicht immer. Alte oder fette Tiere haben meist ein kleines, ungenießbares Herz.
Es soll auch Wahnsinnige geben, die für die Herzen von besonderen Tieren einen hohen Preis springen lassen. Zum Beispiel, es gab bei mir im Dorf in Marant mal einen Jäger, der hatte sich auf Feuergolems und Dämonen spezialisiert. Was für Viecher? Irgendwas Magisches. Hab die auch nur für Ammenmärchen gehalten, bis er mir mal Herzen von solchen Dingern in die Hand gedrückt hat. Das Fleisch war nicht von dieser Welt, sag ich dir. Okay, interessant. Also haben wir uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen was rausgefetzt. Aber in der nächsten Folge, würde ich sagen, lernen wir noch... Ich glaube, eine Sache konnten wir hier noch lernen. Ansonsten müssen wir auch gucken, wie wir dann mit unseren Vorräten umgehen. Vielleicht auch mal ein bisschen was verkaufen oder so. Ich meine, haben wir jetzt schon mal ein bisschen Krempel zusammengesammelt. Aber auf jeden Fall werden wir noch einen Lernpunkt rausdonnern und dann noch die letzten Punkte beim Drian verschwenden. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.